Halmersheim hat eine neue Königin. Hanna die Erste trägt seit Freitagabend die Krone. Getreu der üblichen Prozedur wurde die neue Weihmajestät von den Mönchen der Esquilanzkrone verhüllt auf der Sänfte zur Bühne geleitet, ehe das große Geheimnis gelüftet wurde. Ein Raunen geht durch die Menge, als sie in ihrem schmucken blauen Kleid zum ersten Mal zum Vorschein trat. Neben der Proklamation ging es auch am Samstag und Sonntag hochher in den Gassen des aufwendig hergerichteten Weindorfs, wo edle Winzer, Burgfräuleins, Adlige, Ritter, Gaukler und Mönche einen Hauch von Mittelalter-Atmosphäre verbreiteten. Auf dem familiengeführten Nettehof von Brigitte Michels-Krämer zwischen Mainhausen und Trims fand am vergangenen Wochenende zum wiederholten Mal das mittlerweile schon traditionelle Event rund um den Sternritt statt. Die bekannte Country- und Billy-Rock-Band Big Dick, welche ihre Musik als Cowrock-Music bezeichnet, gab am Samstagabend ein sehr gut besuchtes Konzert im Hof der Reitsportanlage. Mit eigenen Songs und Coversongs im Country-Stil begeisterten sie das Publikum aus aktiven Teilnehmern und Reitsportfreunden. Unter dem Motto "Wir sind CSD und da auch" startete auf dem Koblenzer Münzplatz der 7. Koblenzer Christopher Street Day. Der lokale Mottobezug zur Stadt Koblenz sollte verdeutlichen, dass es trotz des Rückzugs des bisherigen Veranstalters dem Förderverein des Koblenzer Christopher Street Days gelungen ist, ein CSD mit umfangreichem Programm unter der Schirmherrschaft des Koblenzer Oberbürgermeisters anzubieten. Ich bin hier, weil ich bisexuell bin und mit einer Frau zusammen bin und ich den Tag total genieße. Auf dem Münzplatz hatten zahlreiche Vereine, Verbände, Organisationen und Parteien Stände aufgebaut. Von dem bunten Musik- und Showprogramm, unter anderem mit der Koblenzer Tanzgruppe Rise Up Musical Company und der Sängerin Wanda Kay, waren etwa 500 Besucher begeistert. Mit Blick aktuell in den Eifelpark nach Gondorf. Im Juli 1964 war es soweit. In der Nähe des stillen Eifeldörfchens Gondorf öffnete der einzigartige Hochwildpark Eifel seine Pforten. Dann folgten 50 Jahre voller spannender Ereignisse und einzigartiger Momente. Das muss gefeiert werden. Und das wird es auch. Und zwar am 23. August feiert man mit einem großen Jubiläumsfest unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Evelyn Lemke. Straßenkünstler, Livebands und Feuerkünstler verzaubern die Nacht und sorgen für super Stimmung. Fantastische Walking Acts, beeindruckende Zauberer und zahlreiche Künstler von anno dazumal verwandeln den Park in ein buntes Meer aus Show und Spektakel. Krönender Höhepunkt des Mega-Events ist das gigantische Feuerwerk gegen 22.30 Uhr unter dem Sternenhimmel. Aber nicht nur zu diesem Jubiläum ist der mitten im Naturpark Südeifel gelegene Eifelpark ein hervorragendes Ausflugsziel. Natur erleben, einen unbeschwerten Tag mit der Familie verbringen, dabei spielerisch etwas über Tiere und Pflanzen erfahren und jede Menge Spaß in den Fahrgeschäften haben. Dies alles erwartet die Besucher des Eifelparks in Gondorf. Auf dem weitläufigen Areal können Bären, Wölfe, Luchse, Steinböcke und viele andere Wildtiere beobachtet werden. Damit die Action für die Familie nicht zu kurz kommt, lockt der Eifelcoaster mit einer rasanten Fahrt ins Tal und im Kettenkarussell kann man sich dem Wind um die Nase wehen lassen. Highlights für die Kleinen sind das große Rutschenparadies und eine Verfolgungsjagd mit den Elektroautos. Ein besonderes Erlebnis sind auch der Besuch der Greifvogelflugschau, die Tierfütterungen und die spannenden Unterhaltungsshows. Ein Tag voller Spaß und Action pur. Und jetzt aufgepasst, Blick aktuell TV verlost Familieneintrittskarten für den Eifelpark. Unsere Gewinnfrage lautet: Wann öffnete der Eifelpark zum ersten Mal seine Pforten? Am 23. und 24. August wird der Neuwieder Stadtteil Engers wieder in das Jahr 1794 zurückversetzt. Es ist ein Historienfest in und um Schloss Engers mit einem historischen Handwerkermarkt, Gerichtssitzungen und einem großen Höhenfeuerwerk. Ein ausgesuchtes musikalisches Programm mit vielen Konzerten in und vor Schloss Engers rundet das Programm ab.